So eine richtig perfekte Haut ist eigentlich das Schönste. Das ist wie schon so ein perfekter Make-up-Look für sich. Und heute zeige ich euch an Sarah, wie ihr ganz einfach mit einer Foundation genau so eine perfekte Haut hinbekommt. Ganz wichtig ist, dass ihr eure Foundation immer auf der gereinigten Haut auftragt und eine leichte Feuchtigkeitspflege drunter gebt. Das ist ganz wichtig, damit sich später die Foundation optimal mit der Haut verbindet. Wenn ihr eure Foundation von der Gesichtsmitte her auftragt und sie dann so zum Kinn hin verblendet und auch zum Haaransatz, dann entstehen später keine Make-up-Ränder. Was ihr verwendet, um eure Foundation aufzutragen, das ist so ein bisschen Geschmackssache. Da könnt ihr ein Schwämmchen, einen Pinsel oder auch die Hände nehmen. Aber generell ist es so, dass eine warme Hand durch die Wärme die Foundation am besten mit der Haut verblendet. Euer Gesicht bewegt sich ja den ganzen Tag und damit sich da nichts in euren kleinen Freudenfältchen absetzt, achtet darauf, dass ihr nicht zu viel cremiges Produkt verwendet, weil sonst müsst ihr euch vorstellen, dann schwimmt die Foundation ein bisschen auf der Haut und verbindet sich nicht optimal. Gerade um die Augen solltet ihr besonders vorsichtig arbeiten. Nicht zu viel unter dem Concealer auftragen und auch nicht zu viel Concealer auftragen. Ganz vorsichtig mit dem Ringfinger einpetten und wirklich nur so viel verwenden, wie ihr wirklich braucht. Wenn euch mal eure Foundation zu maskenhaft geraten ist, dann ist es überhaupt gar kein Problem. Dann könnt ihr das mit einem feuchten Make-up-Schwämmchen einfach wieder runternehmen. Ihr könnt dann das überschüssige Produkt einfach durch Streichbewegungen wie so vom Gesicht runterstreicheln. Verwendet am besten immer transparenten, losen Puder zum Fixieren eures Make-ups. Das ist deswegen so toll, weil wenn er transparent ist, dann müsst ihr euch gar nicht auf einen Farbton festlegen und seid rund ums Jahr bestens ausgestattet. Tragt den Puder gerne auch mit einem feuchten Schwämmchen auf, dann mattiert er und wird aber wie unsichtbar. Vielleicht habt ihr schon mal bemerkt, dass eure Foundation mit den Stunden ihre Farbe ändert und manchmal auch sogar bräunlich oder gräulich wirkt. Das kommt daher, dass die Pigmente mit der Luft oxidieren. Und damit das nicht passiert, müsst ihr euch wirklich für eine hochwertige Foundation entscheiden. In der Even Better Glow Foundation ist das so, dass die Pigmente in so viel Pflege eingebettet sind, dass euch das gar nicht passieren kann. Dann können sie nicht oxidieren oder staubig auf der Haut liegen.